letzten Jahren sammelte er viel Erfahrung im Bereich Songwriting, unter anderem auch in den USA. Kennen werden ihn einige auch noch von der Beatles Double Group. Die Rede ist von Joe Zangl, der am vergangenen Wochenende in Brugg ein Konzert gab. Sein musikalischer Werdegang erklärt sich wie folgt. Nachdem ich Gitarre spielen gelernt habe, habe ich einige Jahre mit der Beatles Double Group gespielt. Später dann ein Beatles Musical in Deutschland, Schweiz, Italien. Und durch diese Beatles-Musik habe ich dann eigentlich mehr und mehr das Bedürfnis gehabt, eigene Songs zu schreiben und mich nicht hinter einer Perücke zu verstecken. Und das mache ich heute. Viele Songs sind autobiografisch, gesellschaftskritisch. Ich will nicht zu sehr den Zeigefinger auf einzelne Leute richten oder so, sondern ich erzähle eigentlich gerne Geschichten von Menschen, die ich getroffen habe im Laufe meiner Reisen, meines Lebens. Oder die eine oder andere Anekdote, die ich selbst erlebt habe. Klein aber fein ist der Veranstaltungsort im Glanzgraben in Brugg an der Mur. Ja, wir machen seit 2 Jahren jede Woche ein Konzert, entweder Blues, Rock. Also wir wollen ein bisschen nicht im Mainstream machen, sondern etwas anderes in einer anderen Umgebung und in familiärer Umgebung, so wie immer. Familiär ist es auf jeden Fall, da es ein kleiner Rahmen ist und man legt sehr viel Wert auf den Spaßfaktor. Vom Platz her ist es eher nicht, können wir nicht mit großen Bands arbeiten und da ist es keine finanziellen Möglichkeiten dafür da. Eigentlich das, was Spaß macht, sage ich einmal. Ne? In familiärer Umgebung mit Freund und Leute kommen, also wir sind ein Verein, es kann jeder Mitglied werden und wir haben nicht nur viele Mitglieder, sondern sind auch Gäste jederzeit willkommen. Ein heimlicher Veranstaltungstipp in der reichhaltigen Kulturszene der Stadt Brugg an der Mur.